bin an einer Spitze angekommen, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Aber es ist einfach so faszinierend hier, dass ich immer weiter gegangen bin und immer weiter und am liebsten auch weiter gehen würde, weil ihr seht, es ist so einladend, ein schöner, anständiger Weg, einmalig schön. Aber bis hierher habe ich mir gesagt, gehe ich und jetzt drehe ich wieder um. Und guckt da unten auf diesem Parkplatz, dort unten hatte ich mein Essen gekocht. Das ist mittlerweile auch schon wieder 2 Tage her, 3 Tage fast. Und da unten kann man runterwandern und an einem Strand sich wohlfühlen. Also so wie das ausschaut, ist man da ziemlich allein. Ja, und da hinten geht es weiter nach Brela, Makarska, Rovnik, die Insel Brač. Und hinten kann man es vielleicht so ein bisschen erkennen, das Abbaugebiet von Marmor. Und zwar wurde da sehr viel auf der Welt von diesem Marmor gebaut. Gut, ich glaube sogar in Washington, im Weißen Haus. Ich habe leider meine Kamera nicht mit und habe nur das Handy dabei, was dadurch die wackeligen Bilder verursacht. Weil, wie gesagt, ich wollte nur einen ganz kurzen Trip machen, um zu gucken, wo der Weg hinführt, der anfänglich so einladend aussah und immer mehr an Attraktivität gewann, dass ich mir gesagt habe, ich gucke mal noch um diese Ecke. Mittlerweile waren es sehr viele Ecken, die ich geguckt habe. Also nicht nur die direkte Küste Kroatiens hat einen Reiz, sondern auch die Berge mit Blick zur Küste und auf das Meer. Was ich jedem raten würde, wer solche Wanderung macht, festes Schuhwerk und auf jeden Fall was zu trinken mitnehmen. Ein schattiges Plätzchen, an dem man auch mal verweilen kann und sollte. Das gibt mir gerade eine Pinie. Zum Glück sind die welche, die ja noch stehen, nicht von Feuer oder Umwelteinflüssen vernichtet worden. Auch in der Höhe wachsen Feigenbäume, Büsche und sogar mit leichten Früchten dran. Eine erdrückende Hitze. Guckt mal, wie das hier gleich runterpfeift, wenn man hier ausrutscht. Ich glaube nicht, dass man da noch einen Halt hat. Zum Stehen kommt. Wahrscheinlich ist das hier ein Tierpfad, die da runterrutschen. Und immer wieder der Duft nach wildem Curry, der die ganze Landschaft mit südlichem Flair versorgt. Es riecht nach Kroatien, es riecht nach Mittelmeer. Es ist der wilde Curry, der so gut duftet. Leute, die Wärme, mir läuft das Wasser runter. Und da unten wird es eine tolle Erfrischung geben. Aber ich bin hier. Diesen Weg bin ich gegangen. Noch einiges habe ich vor mir. Trittsicherheit sind hier gefragt.
Und Schwindel sollte man auch nicht bekommen. Ich fühle mich gekocht. Ich bin schon bald reif. Oder gar. Man merkt die leichte Anstrengung. Bergaufwärts. Mehr als wenn es nicht so warm wäre. Ist ja klar. Ja. Immer wieder tolle Ausblicke. Aber es kommt gleich eine Felsenspalte, durch die ich durch muss. Und da geht so schön der Wind, die Luft. Da will ich mir ein wenig Abkühlung holen. Singende, klingende Bäumchen. Na gut. So ähnlich. Schön beeindruckend hier. Also der Weg, den ich hier gehe, den kann man weitergehen, nicht jetzt in meine Richtung, sondern hinter mir. Der führt nach Omis. Omis oder Omisch. Eine sehr schöne Stadt mit sehr viel Flair, mit Hafen und einfach einer tollen Atmosphäre. Also wer das vorhat, kann hier diese Strecke wandern. Dort, wo ich mit meinem Auto stehe, kann man bis nach Omis durchwandern und natürlich wieder zurück. Nur wer Lust hat dafür. Puh. Und Schmetterlinge gibt es hier sehr viele. Schön. Das ist wie so ein Römerweg hier. Vielleicht war das ja sogar mal ein Römerweg. Der ist so gut beschaffen. Kann ich mir gut vorstellen, dass den einst die Römer geschafft haben. Das Zeichen für den Wanderweg. Immer wieder der Blick aufs Meer. Das ist die Spalte, wo ich von erzählt habe. Ich merke das jetzt schon. Es zieht richtig schön durch. Es gibt Luft. Und man sieht das hier an dem Büschel ganz gut, wie der sich hier bewegt. Im Wind liegt. Sackgasse. Nein. Dieses Zeichen verrät uns, was weitergeht. Nach links. Oder wieder zurück. Zurück. Schauen ist sehr schön. Vorwärts gehen. Noch viel schöner.
Hier steht die Hitze, aber es ist phänomenal schön, wie alles. Aber die Hitze steht hier. Wahnsinn. Alles Wahnsinn. Der Weg, die Landschaft, die Hitze. Immer wieder toller Ausblick. Da hinten dreht einer seine Achten. Versucht eine 8 zu drehen, aber jetzt gibt er auf. Das wusste er wahrscheinlich nicht besser. Aber hat er eine 9 gemacht. Naja, auch eine 6. Mittlerweile ist die Bucht unten sehr gut besucht. Von Booten und wahrscheinlich auch von Leuten, die sich den Weg gemacht haben, da runter zu wandern. Es sind einige im Wasser. Vielleicht kann man das erkennen, wie sie dort schwimmen. Ja, herrlich, ja. Der Curry, der wilde Curry. Mein Telefon riecht jetzt nach Curry, weil ich damit in dem Busch drinne war. Curry Busch.